Und ein herzliches Willkommen zurück zu einer weiteren Folge Simulator. Für euch ist gerade mein Tag vergangen, für mich ist ein ganzer Tag vergangen bei der letzten Folge. Ich hoffe, ich weiß noch, wo wir waren. Was bitte? Keine Updates? Nee, macht er nicht. Okay, sehr gut. Aha. Oh, wir sind halt aus das Fenster. Sehr schön. Mensch, läuft ja wieder alles hier auf Anhieb. Was ist denn los an meiner Köln? So, wir sind immer noch Level 8. Sad Life. Aber ich glaube mal, nach der Strecke werden wir mindestens auf Level 9 sein. Wenn nicht vielleicht sogar, weil, ne, wir haben das Level schon relativ weit fortgeschritten und die Strecke ist ja relativ lang. Vielleicht überspringen wir sogar das neunte Level und gehen direkt in Level 10. Was sieht man hier eigentlich alles? Hier sieht man gar nichts. Aufträge erkundet. Gab es hier nicht mal irgendwie. Gibt es hier dieses. Na, da, wo man sieht, wie viele Punkte man wo vergeben hat. Ist. Ja, eben sowas wie für uns selber gibt es hier gar nicht, ne? Navigation können wir. Obwohl doch Karriere. Ah, Fähigkeiten. Aha, ja, okay. Okay, wir hatten hier jetzt hier tatsächlich schon 2 Punkte drin. Das heißt, das nächste wären hier 2 Punkte. Dann damit würden wir denn dringende. Ne, genau, wichtige und dringende Lieferung freischalten. Das ist nämlich, ne, wie gesagt, lieber hochwertig. Schaltet man halt hochwertige Fracht bei frei. Danach hat man nur noch höhere Vergütung. Hier schaltet man zerbrechliche Fracht mit dem ersten Level frei. Danach erhöht man nur noch die Vergütung. Bei Just in Time schaltet man aber 2 Sachen frei. Wie gesagt, wichtige und dringende Lieferung. Denn warum war da auch die ersten beiden Level? Wirtschaftliches Fahren ist dann komplett irrelevant. Das ist nur Kraftstoffersparnis, dies, das Ananas. Das heißt, wir brauchen. Na gut, Gefahren, gut. Wäre auch ganz praktisch, wenn wir das hätten. Zeitnah, irgendwann mal. Aber als nächstes würde ich erstmal sagen, Just in Time. Glaube ich. Whatever. So, wir machen mal weiter. Fahren. Und dann fahren wir mal weiter. Ding. 74k. Ja, nicht gerade sehr viel. Aber wir waren ja hier auf dem. Gott. Das Rad dahinten. Dieses LOD, ne? Das Rad da hinten. Guckt euch dieses Rad an. Das sieht aus wie so eine Mattscheibe. Und jetzt, bumm, richtig hässlich. Richtig. Was zur Hölle ist das für ein Scheiß? Mann, ey. Dieses LOD ist so verknorr. Whatever, ihr wisst, was ich meine. Fertig Let's go! zum Losfahren. So, dann. Ja, erstmal direkt. A little bit of music. Ist meine Kopfhörer? Nein. Kopfhörer ist voll leise eingestellt. So, jetzt. Na dann. Gucken wir mal, ob wir da rauskommen. Sieht aber so aus. Mit unserem schwierigen Gefährt. Bitte links halten. So. 800 Mal müssen wir noch. Das klingt doch machbar. Weißt du was? Leck mir mal Arsch. Wir müssen unbedingt tanken. Neu berechnen. Sonst nimmt das Ganze kein gutes Ende. Biege nach links ab. Demnächst rechts abbiegen. Was ist das? Das für eine enge Straße, sag mal. Sieht gut aus. Ah, sieht knapp aus, aber sie sieht gut aus. Biege nach rechts. Ach komm, wir haben grün. Ah, Entschuldige. Nein. Ach, denke ich am Arsch. Okay, wir hätten es sogar fast geschafft, aber. Diese Straßenführung hier, ne? Überhaupt nicht verwirrend. Naja. Der Auflieger ist aber auch echt ganz schön eng, ne? Hä? Lol, wenn ich mich so drehe, bewegt sich jetzt Overlay. Da. Lol. Okay, oh, wir haben Grün. Und, passt das? Na, hä? Wieso? Hä? Wie Auffliegerschaden? Hat doch vorbeigepasst. Da war mindestens 10 cm Luft. Naja.
immer geradeaus. Immer geradeaus. Oh, das ist da anders gemeint. Okay, lass uns eine neue Route finden. So, müssen wir relativ gerade reinkommen. Immer geradeaus. Wir haben genau 20.000. Nice. Oh, einfach voll getankt. Und freie Bar mit Marzipan. Was mit dem los? Sieht der mich nicht? Biege nach links ab. Immer dieser dreckige SUV-Fahrer. Oh, hier bin ich rum. Der hat sich vollkommen aus dem Konzept gebracht, der Junge. Kein Respekt, dieser Autofahrer. Bitte bleib grün. Gut, ich sehe die Ampel eh nicht mehr. Aber ist cool. Sehr schön. Achso. Ja. Nimm die Ausfahrt links. Und schon sind wir wieder auf der Autobahn. Aber diesmal mit vollem Tank. So muss das sein. Oh, warum ist Elga wieder? So, Tempomat rein. Easy. So, können wir jetzt ordentlich fahren? Ja, wir können quasi wieder fahren, bis es dunkel wird. So in 10 Stunden. 10 Stunden ist aber noch dunkel. Es ist gerade 19 Uhr. Aber gut, können wir. Warte mal kurz, wir haben 37. Das heißt, wir haben noch 20 Stunden Reserve. Also 23 Stunden, ne? Wir brauchen noch 14 Stunden und haben noch 37 Stunden. Das heißt, wenn wir gut vorankommen, könnten wir sogar noch zweimal schlafen gehen. Oder besser gesagt, einmal, zweimal schlafen gehen. Also, direkt hintereinander. Das wäre ganz praktisch. Aber da können wir quasi, sobald wir uns danach fühlen, also, ja, wahrscheinlich so irgendwie so gegen 17, 19 Uhr, so in dem Dreh, suchen wir uns eine Raststätte, wenn nur zweimal, und dann wird es der nächste Tag sein, aber wieder am frühen, oder ja, am frühen Mittag, späten Vormittag, whatever. Ah, ich freue mich echt schon aufs nächste große Update. ATS und ETS. Denn dann kommt laut aktuellem Kenntnisstand Fahrschule hinzu. Ja, wir haben ja hier Skyline Truck Driving Simulator.
gespielt. Also dieses, das was vor ATS 2 rauskam. Und ne, also dieses Fahrschulding da. Und genau sowas soll jetzt direkt in ETS und ATS Bestandteil des Spiels selber werden. Warum fahren die vorne so langsam? Und das heißt, zum einen, es gibt wieder Fahrschule. Jetzt auch im modernen Spiel. Und vor allen Dingen auch für ATS. Ich hoffe nur, davon ist bisher nichts zu hören. Es ist eine extra Map. Und ich hoffe, dass man in dieser Map aber auf Free, also ja, sich einfach frei bewegen kann. Ja, dass man halt seine Fahrmission machen kann, um halt, ne, also Fahrschule-Mission. Man aber auch einfach sagen kann, okay, ich möchte auf dieser Welt einfach ein bisschen rumgucken. Ah, das wäre ganz schnieke. Ich trau mich nicht nach rechts zu fahren, weil dieses weiße Auto die ganze Zeit da so nah ist. Ah ja, jetzt hat die Stiefel am Überholen. Jetzt ist direkt neben mir. Aber weil der LKW vor mir ist schon wieder langsamer als ich, ne? Na gut, dann bleibe ich links. Let's go. Gut, wenn hier nur noch 70 erlaubt ist, könnte das ein Grund sein, warum er so langsam ist. Weniger reden, mehr auf die Straße achten. Da waren wir doch gerade drinne. Ah, nee, waren wir nicht. Wir haben doch zwar geparkt, aber wir haben nur gepennt. Never mind. Dass man das nicht abschalten kann, ja. Heißt, also Gebühren und sowas kannst du abschalten, aber diese Wiegestationen-Meldungen, das wäre auch mal geil, wenn man das auch einfach deaktivieren könnte. Oder zumindestens, wenn man es schon drinnen lässt, als Zwang, dass man dann die Wahrscheinlichkeit, wie du rausgerufen wirst, rausgenommen wird. Weil ich habe das Gefühl, sobald du einmal reinfährst und einmal das Ding machst, kommt danach das nächste Ding auch wieder und auch wieder und auch wieder. Erst wenn du einmal so ein Ding ignorierst, hast du eine gewisse Wahrscheinlichkeit, dass es danach dann auch, dass du einfach vorbeifahren darfst. Das ist ein bisschen ganz komisch. Ja, schon ein Kobe hier. Oh oh. What the fuck, dude? Na super. Und was ich auch hoffe, aber freue mich schon richtig drauf, was auch nicht weiter kommuniziert wurde bisher, in der Fahrschule gibt es auch wie bei der alten Fahrschule ein Replay-Feature. Und ich hoffe, dass wenn dieses Replay-Feature ins Spiel kommt für die Fahrschule, dass es dann auch in das richtige, also in das normale Game, man das benutzen kann. Weil es ist ja immer noch, es ist ja denn die gleiche Engine. Das heißt, die Engine an sich hat denn die Fähigkeit, sowas zu machen. Der weiß natürlich nicht, weil, ne, bei der Fahrschule gibt es keinen Verkehr, der fährt. Vielleicht macht sie es deswegen nur in der Fahrschule. Also es wäre ein Grund, der mir einfallen würde. Aber ich hoffe einfach, dass dieses Replay-Feature auch ins normale ETS kommt. Und ATS. Weil das ist halt, das ist halt so schön. Wirklich schaden, aber bei
Bei der Ware, ganz rechts, ist unten ein ganz schmaler roter Strich. Also wir kratzen die 1%-Marke. Wir müssen also definitiv vorsichtig fahren. Ne, weil solange wie es unter 1% ist, also selbst bei 0,999%, bekommen wir keinen Abzug. Sobald wir aber 1% haben, bekommen wir dann für jeden noch so kleinen Schaden. Also bei 1% bekommen wir halt Schaden, bei 1,1% kriegen wir dann noch mehr Schaden. Hä? Was laber ich? Also bei 1% kriegen wir Abzüge, bei 1% Schaden kriegen wir Abzüge, bei 1,1% Schaden kriegen wir noch mehr Abzüge. Das heißt, da wird wirklich auch genau betrachtet, wie viel Schaden. Nicht nur die ganzen Prozente. Aber solange wie du unter 1% bist, ist es egal, wie viel du hast. Boah, das Lied, ey. Sorry, Leute. Ich finde das Lied einfach geil. Ich weiß gar nicht, warum. You say I make you nervous, a tragedy, I'm a beautiful disaster, a reckoning, you wonder how I got this way. You think I'm someone to be saved, someone to clean up and tame. Oh, some things never change, never change. You think I would look pretty on your arm once you cover up my bruises and battle scars, but it always ends the same. Can't bear the things I've had to face. Got you crying on your knees in pain. Oh, some things never change, never change. Oh, you break your back to make me feel again. Oh, Alter, dieser Bass. Wie war das? Oh, hab ich gar nicht geguckt. Irgendwie 6, noch was oder sowas war das, ne? Ah, wer weiß das schon. Ah, ich hoffe, ihr habt auch Kopfhörer mit Super Bass. Denn das Lied, ey. Instant pregnant. Ja, da vorne fühlt sich die Straße zusammen. Warum sieht denn mir eigentlich so ein Stau? Die können doch alle überholen. Nö, müssen wir nach rechts. Wenn der Rote da mal nicht wäre.
warum müssen wir jetzt nach rechts? Hier ist ja keine Abfahrt, wo wir runter müssen. Ich bin gerade ein bisschen verwirrt, was das werden sollte, wenn es fertig ist. Wow, aber da hinten ist eine Ausfahrt. Wobei, da müssen wir aber auch auf der Straße bleiben. Irgendein Grund wird es schon gehabt haben. Oder ist das ein Gebiet, wo Rechtsfahrgebot gilt? Ich weiß gar nicht, ob es sowas überhaupt in Amerika gibt. Bitte links halten. Oh, schon wieder ist der Rote neben mir. Hä, wieso liegt... Da, die Spur ist doch noch da. Hätte ich doch auf der Spur bleiben können. Was will dieses Navi von mir gerade? Das macht mich gerade ein bisschen wahnsinnig. Vor allem bei dem Schild. Bei dem Schild hier war auch, ne? Die. Achso, na gut, okay. Jetzt bloß der schwarze Pfeil mit dem Exit Only. Weil ich dachte, dass hier, weil da links auch noch ein Pfeil war und da halt dieser Exit Only da war, dass die beiden Spuren nur Ausfahrt war. Und dann hätte auch das Navi Sinn gemacht. Aber, wie gesagt, die linke Spur von den beiden rechten Spuren, die bleibt. Hätte ich also komplett drauf bleiben können. Wie jetzt? So. Manchmal ist das komisch. Der 70 hier. Wieder 65er Strecke hier. So Betrug. So, ab jetzt könnten wir eigentlich pennen gehen. Etwa nach dem Schlafen gehen noch mal eine 10 Stunden Tour. Sollte passen. Unser Bett ist auch schon ganz schön gefüllt, sag mal. Ja, haben wir immer noch 6 Stunden.
Hart, ey. Nur 50 Mal pro Stunde. Der LKW quält sich und quält sich die Straße hoch. Ich lass mal freundlich, wie ich bin. Die Autos vorbei. Aber bei denen ist noch ein LKW. Also. Ah, da vorne geht's wieder runter. Wie es aussieht. Ich wünschte nur, hier würde mal Rastplatz kommen. Ah, da vorne ist eine Mouch, ja. Werkstatt, I don't know, irgendwas. Ah, bis auf gar nichts. Neue Route finden. Immer geradeaus. Schön, dass die Stoppschilder immer so gemacht sind, dass man eh nichts sieht. Kein Problem. Ich finde eine neue Route. Lass mich durch, mein Arzt. Ey! Neu berechnen. Kann ich hier ran? Ja. Machen Sie eine Kehrtwende. Route neu berechnen. Machen Sie eine Kehrtwende. So. Hier ist ein wunderschöner Platz. Ich sehe niemanden. Ey, wow, ich passe genau rein. Nice. Gutchen. Na dann. Soll das mit der Folge auch gewesen sein. Von daher, bis denn.